Liebe Leute, heute gibt es Polpette di Patate, heißt nichts anderes als Kartoffelfrikadellen. Es sind natürlich nicht so klassische Kroketten, wo jetzt vielleicht der ein oder andere dran denken würde. Lasst euch einfach mal überraschen, was es am Ende wird. Es wird auf jeden Fall irgendwas, was euch bestimmt sehr gut schmecken wird. Es wird richtig gut. Was ihr dafür braucht, im Idealfall mehlig kochende Kartoffeln, geht auch mit festkochenden Kartoffeln, wenn ihr jetzt keine findet, aber mehlige lassen sich halt einfach ein bisschen einfacher verarbeiten. Ihr habt Parmesan, ihr habt Pecorino, ihr habt Eier, Paniermehl und ich war einfach schon mal so frei, hab die Kartoffeln schon vorgekocht, dann spare ich mir gleich diese Zeit hier so ein bisschen, falls ihr zu Hause auch einfach mal irgendwie an einem Vorabend was mit Kartoffeln gemacht habt und es bleibt was übrig, dann ist es auch dafür die ideale Idee. Los geht's mit den Kartoffeln. Dafür habe ich mir hier so ein schickes Gerät geholt. Das erleichtert mir jetzt so ein bisschen Arbeit. Und dann presse ich sie jetzt erstmal schön hier rein. Zack. Boah, sieht fast so aus, als würden wir irgendwie so Spätzle oder so ganz kurze Spaghetti draus machen. Wird's aber nicht. Es werden nämlich Frikadellen. Kartoffelfrikadellen. Das Gerät brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt hier drin. Was kommt jetzt? Luigi, weißt du's? Nein, natürlich weißt du es nicht. Du hast auch keine Ahnung vom Kochen, du kannst ja nur Kamera. Jetzt brauchen wir drei Eier. Natürlich haben wir hier drei Bio-Eier, die schlage ich hier an der Scheibe auf. Zack, kann alles rein. So, was kommt jetzt? Was frage ich eigentlich Luigi, der kann es mir eh nicht sagen. Käse. Fangen an mit dem Parmesan. Reiben da ein ordentliches bisschen rein. Käse, Käse, Käse. Was kommt danach? Noch mehr Käse? Noch mehr Käse, aber anderer Käse. Geil. Nämlich hier der leckere Pecorino. So. Ein bisschen Basilikum. Das zupfen wir uns hier wieder von unserer schönen Pflanze ab. Das hacken wir so ein bisschen grob klein. So. Und auch das geben wir dazu. Dann noch ein bisschen Paniermehl, damit das Ganze auch so ein bisschen schön knackig ist. Zack. Und wir schmecken das Ganze natürlich noch mit Pfeffer und Salz. Und jetzt geht's ans Formen machen. Da macht ihr erst eine Kugel draus. Und wenn ihr dann die Kugel habt, dann drückt ihr es so ein bisschen platt. Dass ihr nachher eher so eine Form habt. Und damit wir bei dieser ganzen Chose natürlich auch so ein bisschen zeiteffektiv arbeiten, habe ich hier schon mal eine Pfanne, in die ich Sonnenblumenöl gefüllt habe. Also ihr könnt Sonnenblumenöl oder Rapsöl nehmen, weil ihr das halt am höchsten, am besten erhitzen könnt. Okay, Luigi, und wenn du jetzt wissen willst, ob dein Fett heiß genug ist, nimmst du dir einen Kochlöffel, wichtig, dass er aus Holz ist, steckst ihn rein und dann komm mal ganz close. Fett ist heiß genug, sagt uns das. In der Zwischenzeit könnt ihr einfach mit Kartoffeln jonglieren. Oder auch nicht. So, nach so ein bisschen Zeit gucken wir uns mal an, ob die eine Seite schon ein bisschen goldener ist. Dann können wir schon mal einmal wenden. Zack. Jetzt können wir die erste Fuhre rausholen. Guck mal hier. Ich zeige dir mal eine richtig schöne. Komm mal hier mit der Kamera nah ran. Das sind unsere Polpette di Patate, also unsere Kartoffelfrikadellen. Und wenn ihr sehen wollt, guckt euch das mal an. So schön crossbraun gebraten. Und wenn ihr sie dann aufbrecht, so sehen sie von innen aus. Sehr, sehr gut. Ein bisschen warm noch, aber sehr, 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 sehr lecker. Falls ihr euch fragt, womit ihr die Dinger essen könnt, macht euch einen Salat dazu. Serviert die irgendwie einfach mit dazu. Sei es als Antipasti, irgendwie als Zwischengang. Die gehen eigentlich immer. Sind so lecker. Also wie ihr wollt. Macht ihr vielleicht auch einen Dip dazu. Guten. Das war unser Video zu den Kartoffelfrikadellen. Schaut euch gerne auch andere Videos auf dem Kanal an. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Im Idealfall kocht ihr es natürlich nach. Und abonniert uns vor allen Dingen auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich freue mich aufs nächste Video und jetzt gleich erstmal darauf, das hier zu essen. Reingehauen, Leute. Ciao.